Liebe Zuschauer, unser Börsenausblick für Mittwoch, den 11. Oktober 2017, hat nicht allzu viele Eintragungen zu bieten. Einziger wirklich wichtiger Datensatz des Tages ist um 20 Uhr die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-amerikanischen Notenbank Fed. Und dieses wird natürlich mit besonderer Spannung erwartet. Überhaupt gar keine Frage. Ansonsten kommen ein paar wenige Quartalszahlen schon heraus von US-amerikanischen Unternehmen, hauptsächlich wie zum Beispiel von BlackRock und von Delta Airlines. Und darüber hinaus kommen auch noch Zahlen von Gerresheimer. Interessant dürfte an diesem Börsentag sicherlich sein, wie denn die Börsianer darauf reagieren, was am Vorabend in Spanien passiert, speziell in der Region Katalonien. Wird wirklich die Unabhängigkeit ausgerufen und welche Folgen würde das zumindest schon mal politisch, vor allen Dingen von Seiten der Regierung in Madrid, nach sich ziehen? Und wie wird das Ganze dann diskutiert und an den Finanzmärkten eben aufgenommen? Das dürfte äußerst interessant zu beobachten sein. Man muss nur mal daran denken, dass es bisher lediglich Auswirkungen in Spanien gab, am dortigen Aktien- und Anleihenmarkt, und ansonsten die Börsen darauf bisher noch nicht reagierten. Aber mal sehen, ob es davon am Mittwoch eine Abweichung gibt und wenn ja, wie lange die dann tatsächlich auch anhalten könnte. Also für Spannung ist natürlich trotzdem gesorgt.